Liebe Gemeinde, es ist eine Zeit angekommen vor 2018 Jahren, da schien es nicht mehr weiterzugehen. Immer mehr Gesetze, denen die Menschen zu dienen hatten, anstatt andersherum, dass wir Regeln miteinander finden, wo deine Freiheit aufhört, wenn sie mich einschränkt. Dass wir uns verständigen darüber, wo es eine Grenze überschritten. Und wie man modern ein technisches Gerät zurücksetzen kann, so erscheint es, dass all diese komplizierte Theologie in der heiligen Nacht auf das Wesentliche konzentriert wird. Darauf, dass wir uns verdanken, dass uns Mutter und Vater Kraft ihrer Liebe, Kraft der Liebe Gottes, das Leben geschenkt haben. Und anders wird sich das Leben auch nicht weiter verschenken, natürlich nicht. Leben will leben, um seines Selbst willen. Wir scheinen nicht die Gemeinschaft zu haben, wie sie vom Gefühl her zwischen Mutter und Kind, zwischen Pelle und seiner Mama, beide von den Augen ablesen lässt, wie sie empfinden, wie es ihnen geht. Das geht nicht in so großen, komplexen Systemen wie schon einem Dorf. Da haben wir zu. Da kommen neue hinzu. Viele haben den Ort verlassen. Und trotzdem entstehen immer wieder kleine Gemeinschaften. Das Wesentliche ist, Gott verbindet sich ganz und gar mit einem Kind. Ohne Papstkrone drauf, ohne irgendwelche Machtansprüche, sondern die Menschlichkeit liegt darin, dass wir bloß sind, dass wir ohne Maske, was Person heißt, ohne Maske geboren werden, dass wir auch verletzlich sind. Und darin so wunderbar stark. Das, was uns über uns selber hinauswachsen lässt, die Erfahrung von Liebe. Es ist schön und zugleich schmerzlich, weil diese Liebe vergehen kann. Sie kann zerbrechen, sie kann durch Trennung von unserer Seite weichen. Und deswegen, jedes Jahr wieder dürfen wir diese Geschichte auftanken, die Energie, die darin steckt. Pelle zieht aus, das ist nicht der Fokus auf den Vater, wie es ja immer so leicht Gott Vater oder der dann in seiner Art vielleicht fünf Grade sein zu lassen bei sich selber, aber nicht gegenüber Pelle. Wir hören kein Wort der Entschuldigung oder keine kleine Wiedergutmachung, über die sich Pelle freuen würde. Nein, das, was Gott zeigt in der heiligen Nacht, ist ganz dicht bei Pelle und seiner Mutter. Und das ist eben auch mit der heiligen Nacht ausgedrückt, dass wir nicht für uns irgendwie wunderbar sind als Kind oder als Menschen, sondern dass wir es immer in Gemeinschaft werden. Die Hirten, die eigentlich nichts mehr zu verlieren haben, selber vermutlich damals sehr arme Menschen, sie huldigen dem Kind, sie beten es an und sie werden auch geteilt haben. Und dann die drei Weisen, sie bringen das Kostbarste, was es damals gab, Weihrauch, Myrrhe und Gold. Und das sind natürlich auch Symbole dafür, wie wir miteinander in Verbindung treten. Der Rauch von Weihrauch und Myrrhe, der aufsteigt
der verbindet, der uns entschränkt, unsere Begrenztheit, was wir so trocken Individuum nennen, unteilbar. Das sind wir eben gar nicht. Weihnachten belehrt uns eines Besseren. Wir sind schon längst immer auch geteilt. Unser Herz schlägt für einen anderen Menschen. Wir empfangen aus himmlischen Bereichen Liebe derer, die uns vorausgegangen sind und denen wir uns verdanken. Was wären wir ohne sie? Paulus sagt, ein tönendes Erz, eine hohle Schelle. Die Geschichte von Astrid Lindgren, sie verbindet menschlich Menschsein damit, Mitleid zeigen zu können. Nicht irgendwie pathetisch und vielleicht wie gelähmt in der Ecke sitzen, wie ein Kaninchen vor der Schlange angesichts all des Elends in dieser Welt, sondern ja, mitzuführen, aber an den Punkt zu spüren, in Austausch miteinander, wann es da genug ist und wo ich das, was mich so bedrückt, was mich mitleiden lässt, wo ich einen Ort und eine Zeit finde, mich anderen zuzuwenden, um es wieder abzubauen, um die Erfahrung zu machen, mit Mut wachsen wir über uns hinaus, wir kommen weiter. Nicht mit dem ängstlichen Herz. Und mit Hoffnung bauen wir eine Brücke aus unserem kargen Dasein in einen anderen Bereich, zu anderen Menschen. Wir können dort tanken, wieder neue Kraft und neue Liebe. Das ist dieses Symbol der Holztür mit dem Herz drin. Das ist Herzhausen. Das Herz. Mit den Augen des Herzens sieht auch Pelle seine Eltern anders. Nicht nur die Ungerechten, die Mutter, die es immer zum Vater hält in seinen Augen, sondern er ringt förmlich darum, diesen Liebesbeweis zu bekommen. Und noch ist alles zu. Die Schleusen sind gedämmt. Erst als er wieder ihre Nähe spürt und sie sich ganz bloß gibt, sie sagt, wir werden weinen um dich. Das wird ein ganz dunkles Weihnachtsfest. Wir würden keine Kerzen anzünden. Da brechen die Dämme und dann fließen die Tränen. Und dann spüren auch beide wieder, ja, wenn wir einander vergeben, wenn wir einander die Tür öffnen, einen neuen Horizont ermöglichen, dann werden wir nicht wie mit einer Mauer voneinander getrennt leben müssen, sondern dann wird die Liebe zwischen uns fließen. Dieses Fest der Liebe, was wir jedes Jahr feiern, das ist auch in unsere Herzen gegossen. Das ist mit dem Licht, mit uns auf dem Weg, damit wir wissen, welchen Schritt wir noch tun dürfen und wo wir sagen, jetzt brauche ich jemand an meiner Seite. Wie Pelle, der seiner Mutter und die Mutter, die ihrem Sohn da heraushilft. Durch Jesus Christus. Amen. Stille Nacht.